Guten Morgen. Wieder mal etwas Persönliches und wieder mal eine Änderung, die ich in meiner Tätigkeit als YouTuber vollziehen werde. Und ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen, wie ich euch an allen teilhaben habe lassen, was ich bisher an Veränderungen gemacht habe. Diese Veränderung ist für die meisten von euch nicht relevant, aber für einige doch und dann auch sehr wichtig und meines Erachtens sehr gut. Warum mache ich YouTube? Das wisst ihr selber. Ich habe die Vision, die Welt zu verbessern. Ich möchte die Welt verbessern. Klingt total ja, groß und viel, aber letztlich kann jeder die Welt verbessern, indem er ja, kleine Dinge tut, die in seiner Macht stehen, indem er anderen Menschen hilft, auch im kleinen Rahmen oder im etwas größeren Rahmen. Das ist mein Ziel. Diesen Sinn habe ich meinem Leben gegeben. Und als als Mensch verfüge ich über den Verstand und der Verstand lächzt immer so ein bisschen auch nach Effizienz. Und wenn ich sozusagen in diesem Modus bin, ich möchte viel erreichen, ich möchte die Welt verbessern, also in diesem Spielmodus nenne ich das einfach mal, weil letztlich gibt es nichts zu erreichen, alles ist gut wie es ist, aber wenn man den Verstand einsetzt und dann eben was erreichen will und höher, weiter, besser, und davor bin ich auch nicht gefeit, beziehungsweise ich entscheide mich bewusst dafür, auch dieses mitzunehmen aus diesem kurzen Leben. Und ja, und dann ist halt die Frage nach der Effizienz. Und die Effizienz, wenn es darum geht, Effizienz, die Welt zu verbessern, ja, die liegt dann darin, dass es auf dem YouTube-Kanal hier zwei Arten von Menschen gibt. Ja, es gibt einmal die Interessierten. Ihr könnt euch jetzt schauen, in welche Gruppe ihr seid interessiert, und die anderen sind quasi ähnlich, die halt einfach vielleicht einen Schritt weiter gehen oder anders gepolt sind, das sind die Idealisten. So, diese beiden Gruppen gibt es. Und diese beiden Gruppen, die werden natürlich nicht von der gleichen Art Videos angesprochen. Die Interessierten, das sind die Menschen, die mich gesehen haben oder die das Thema interessiert und die daraus vielleicht irgendwann einen Idealismus entwickeln. Was macht der Idealismus? Der Idealismus ist ein absoluter Katalysator. Er beschleunigt die geistige Evolution. Er sorgt dafür, dass eben die Welt sich verbessert. Wenn ich mich jetzt nur auf die Interessierten stürzen würde und einfach die interessiert sind, so ein paar, also Interessierte werden vor allem angesprochen durch kurzweilige Unterhaltung. Ja? Und das sind die meisten von euch. Die mögen das, wenn ich ein kurzes Video mache, wie man Paprika schneidet oder einen kleinen Tipp gebe zur Anregung und ja, die das für sich nutzen und ja, damit zufrieden sind. Und da besteht meine Aufgabe, über die Unterhaltung quasi zu informieren, auch zu inspirieren. Kann man eigentlich so stehen lassen. Informieren und inspirieren. Und das ist so die Gruppe der Interessierten. Aber ich, da ich die Welt verändern möchte, möchte die Menschen, die ebenso die Welt verändern möchten, dass auch, die auch Idealisten sind, die sagen, hey, lasst uns doch mal bitte, nicht nur ich selber, also ich rede jetzt im Sinne von dem Menschen, über den ich jetzt rede, also nicht ich selber will mich verbessern, sondern ich möchte die ganze Welt verbessern oder wenigstens meine Familie oder was auch immer. Also Idealisten. Und diese möchte ich eben auch bedienen und vielleicht noch ein Stück besser bedienen, als ich das bisher getan habe. Und ich weiß, ich kann nicht alle Menschen erreichen, aber die Interessierten und die Idealisten, die gehen in dieselbe Richtung und die kann ich erreichen. Und ich kann, bin ich mir sicher, auch aus Interessierten vielleicht Idealisten machen. Die erstmal für sich selber feststellen, die erstmal interessiert sind in Gesundheit, in Spiritualität und merken, hey, das tut mir gut, und dann sagen, hey, das will ich auch für andere. So, gerade für diejenigen, die man liebt. Und deswegen, das ist eine große Masse, die generell wir alle, also das kann man eigentlich so einen großen Ring drum ziehen. Ja, wir sind alle eins, ja, großes Eins. Und jeder ist halt an einer anderen Stufe und es gibt halt die Interessierten und die Idealisten. Und ja, und das habe ich bisher so alles gemacht. Und hin und wieder habe ich auch so für Idealisten so ein bisschen was gemacht. Habe ich mal aufgerufen, dass man eine Petition unterschreibt oder Anregungen gegeben, wie man andere vielleicht beeinflussen kann und so weiter. Und das möchte ich etwas ausbauen mit
mit einer neuen Webseite, die ich gemacht habe. Ich will da auch nichts verkaufen, ich sag das gleich. Ich habe jetzt eine neue Webseite gemacht, die nur diesem Zweck dient. Das heißt, da wird nichts verkauft, da gibt es keine Clubmitgliedschaft oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur der Idee entsprungen, dass die Menschen, Idealisten, eine Anlaufstelle haben für ein paar Tools. Und das komme ich gleich dazu. Also, ich möchte hier was ändern. Änderung. So, und diese Änderung bezieht sich darauf, dass ich eben diese Webseite, die warspirit.de heißt, und dass ich da ich habe das einfach mal so genannt, Arbeitstitel, was auch immer, weil ich einfach so einen Kreis sehe an Menschen, die was ändern wollen, da habe ich einfach mal den War Spirit Circle genannt. Ja? Also, das ist dann hier der War Spirit Circle. So, War Spirit Circle. Nochmal, es ist keine Sekte, ich gründe keine Sekte, ich gründe auch keine Mitgliedschaft. Jeder kann in diesen Zirkel rein und kann auch wieder raus. Alles kein Thema. Ich sag das bloß, weil ich weiß, wie sich das anhört. Ne? Ich schaffe einen Kreis von Idealisten, der die Welt verändert und so weiter. Scientology lässt grüßen. Aber hier gibt es keinen Zwang, es ist nicht mit Geld verbunden. Im Gegenteil, ich möchte sogar Sachen schaffen, wo die Menschen, die sozusagen in diesen War Spirit Circle kommen, Geld sparen können, um sich eben mehr darauf zu konzentrieren, was sie tun, um die Welt zu verbessern. Und also, wie gesagt, kein Geld und kein Zwang in irgendeiner Weise. Und ja, und auf dieser Webseite möchte ich verschiedene Dinge anbieten. Also zum einen, kann man auch mal hinschreiben, komplett die Mindmaps. Die Mindmaps meiner Videos. Das heißt, alle Mindmaps, die ich mache, manchmal tue ich sie an der Tafel ausführen, manchmal sitze ich auch nur da, aber ich habe eigentlich fast für jedes Video eine Mindmap, die möchte ich alle hochladen, dass die Leute, die wirklich interessiert sind, sowas zu verstehen und damit was anzufangen, dass die das nochmal rekapitulieren können oder beim Video anschauen können. Und einfach, dass sie wirklich eine gewisse Tiefe über das normale YouTube-Video hinaus bekommen können. Das ist nichts anderes als diese Mindmap, die ich sozusagen, was meine Grundlage ist, auf der ich das Video mache. Und die kann man sich dann quasi immer runterladen zu dem aktuellen Video und von vergangenen Videos und vielleicht selber auch Ideen entwickeln und auch ausgehend von den Mindmaps seine eigene Kreativität schulen, vielleicht selber dieses Tool des Mindmapping übernehmen in seiner Arbeit als Weltverbesserer, und man kann da verschiedene Dinge tun. Ich habe das auf der Webseite dann auch nochmal ausformuliert. Also ihr könnt euch die Mindmaps ja einfach herunterladen. Natürlich, wie gesagt, kostenlos. Alles kostenlos, und da ist auch keine Werbung auf der Seite, wo ich das irgendwie dann hintenrum ein bisschen Geld verdiene oder so. Nein, alles kostenlos. Hier geht es wirklich nur um Idealisten. So, da gibt es die Mindmaps und dann gibt es die sogenannten Mind Clarifies. Mir ist jetzt einfach kein besserer Begriff eingefallen, und es ist auch scheißegal, wie das heißt, weil es geht hier nur um den Zweck. Das sind halt, ich habe bei Facebook, sehe ich ja immer diese Bilder mit Sprüchen, die man sieht und wo man denkt, boah ja, das stimmt. Und wo man dann so einen klärenden Gedanken hat und wo man sagt, ja, das ist gut. Oder wo man sich das vielleicht sogar aufschreibt oder ausdruckt und irgendwo hinhängt. Und da gibt es Sachen, wo ich, wenn ich am Tag so nachdenke, auch plötzlich solche Gedanken kommen und wo ich das niederschreibe. Und ich habe das ganz selektiv bei Facebook hin und wieder mal gemacht, dann so einen Spruch hingeschrieben, der mir eingefallen ist. Und ja, und das möchte ich einfach ausbauen mit einem Bild, mit einem Spruch drauf. Und da gibt es die Kategorien, da kann man sich die komplett anschauen, natürlich für sich selber, aber vor allem kann man diese nutzen, um sie zu posten bei Facebook oder halt um andere aufzuklären, wo man sagt, hey, dahinter stehe ich und das soll jemand anders wissen. Und auch hier gilt wieder, komplett kostenlos. Ihr müsst auch nicht hinschreiben, wo ihr das her habt oder sonst was. Ich mache die einfach dafür, dass die Menschen dieses nutzen können und eben in die Welt hinausbringen können und ja, und dadurch die Welt einfach ein Stück besser wird. So, und das ist sozusagen der zweite große Punkt. Und der dritte große Punkt, das ist das sogenannte Skriptum, nenne ich das. Skriptum, das kommt noch so ein bisschen aus dem Studium halt. Der Begriff, mir ist jetzt auch nichts Gescheiteres eingefallen, und da geht es halt eben darum, dass ich, da ich mich besonders mit den Idealisten verbunden fühle, ich finde das toll, dass es so viele interessierte Menschen gibt, finde ich
toll, richtig toll. Aber da ich selber ein Idealist bin, fühle ich mich einen Tick natürlich mehr mit anderen Idealisten verbunden, die auch tatsächlich was tun wollen. Und entsprechend möchte ich denjenigen, die sozusagen in diesen War Spirit Circle gehen, da dieses Skriptum anbieten. Und das ist, dass ich hin und wieder halt einfach mal Aufrufe mache. Aufrufe, das kann verschiedene Sachen sein. Das sind Petitionen, die ich gesehen habe und wo ich sage, hey, das ist sinnvoll, dort was zu tun. Das können Demonstrationen sein, die irgendwo stattfinden. Und ja, solche Sachen halt einfach zur Aktivität informieren, aber auch sehr selektiv und sehr sinnvoll. Es gibt ja wirklich tausende von Petitionen und es gibt auch sehr, sehr viele Demonstrationen. Nicht jede macht unbedingt immer Sinn und verwässert häufig auch eher das, was man eigentlich damit erreichen will. Und ja, entsprechend ja, möchte ich da selektiv das ein Punkt in den Skriptum, dann die Menschen informieren. Dann möchte ich Menschen auch ja, persönliche Gedanken, die ich habe, die ich vielleicht jetzt nicht auf YouTube poste, aus dem einfachen Grunde, weil sie die Masse überhaupt nicht ansprechen, weil sie überhaupt nicht der Unterhaltung dienen, sondern weil es vielleicht etwas tiefergehende Gedanken sind und etwas nicht so massentauglich, keine Ahnung, weil die meisten sagen, oh okay, weil es irgendwie langweilig ist, weil es vielleicht was Positives ist. Ne? Stellt euch mal Nachrichten vor, und das ist an alle Menschen jetzt von euch gerichtet, stellt euch mal Nachrichten vor, und die Sprecherin sagt zu euch, die Welt ist in Ordnung, nichts ist passiert, alles ist gut. Ich sitze hier, ich fühle mich gut, ich hoffe euch geht's auch gut. Ne? Und seid ehrlich, wie oft würdet ihr euch die Nachrichten angucken? Ne? Und ja, das ist halt dann auch eben so ein Thema. Und ja, aber nochmal an der Stelle sei gesagt, jeder der hier interessiert ist und sich vielleicht jetzt so ein bisschen abgewertet fühlt und sagt, hey, ich bin kein Idealist, Christian, das finde ich nicht gut. Ich bin auch in vielen Dingen auch interessiert und bin da in dem Punkt kein Idealist. Aber was das Voranbringen der geistigen Evolution und auch was die Tierrechte angeht und auch was, sag ich mal, die Spiritualität angeht und dieses Bewusstsein dafür, dass wir alle eins sind, das ist schon für mich ein großes Thema. Jeder kann jederzeit vom Interessierten zum Idealisten werden. Ne? Also jeder kann vom Idealisten, der sagt, Christian, du langweilst mich mit deinen Dingen, der kann wieder rausgehen. Also ihr könnt euch da eintragen, das ist im Endeffekt so eine Mailliste, wo man sich eintragen kann, und diejenige bekommt das Skriptum, mit einem Klick kannst du da auch wieder raus. Ihr könnt das mal antesten, wie das für euch ist. Ja. Und auch darin enthalten wird sein, dass ich natürlich für die Menschen, die halt wirklich sehr idealistisch sind, die tatsächlich was tun wollen, vielleicht auch, ich kenne das ja an mir, wenn du sehr viel Idealismus in dir trägst und deine Zeit da reinballerst, dann hast du natürlich nicht so viel Zeit, um viel Geld zu verdienen und diesen anderen Themen im Leben Beachtung zu schenken. Und da möchte ich halt eben auch vielleicht so Vorteilsaktionen oder meine Bücher vielleicht auch mal verlosen oder irgendwie sowas reinbringen, wo ich halt ja, den Menschen da ein bisschen entlasten kann oder da irgendwie so in die Richtung vielleicht irgendwas, keine Ahnung, das schwebt mir jetzt vor, das ist halt so eine Idee. Ne? Ich habe jetzt die Webseite gemacht, ich habe die erste Mindmap hochgeladen, die Clarifies, und das ist einfach so eine Idee, die ich habe, und ich habe mich dann hingesetzt an einem Tag und das gemacht. Ich will euch einfach sagen, was so dahinter steht. Ne? Und ja, und das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon alles. Mehr ist da nicht. Wie gesagt, es kommt sicherlich immer was Neues dazu. Oder zum Beispiel auch eine super Idee, wenn ich Bücher wieder schreibe, und ich schreibe auch wieder zurzeit an einem neuen Buch, dann dass Menschen, die das kostenlos gerne haben möchten und die sagen, hey, ich würde dafür mal einfach das vorher durchlesen, nach Fehlern und nach logischen Fehlern und so weiter, und dafür würde ich das gerne kostenlos haben oder sowas, dass ich da eben auch aus den Reihen der Idealisten dann Leute wähle, die das Buch dann eben nicht kaufen brauchen, die das dann aber natürlich benutzen können, um mit den Informationen wieder etwas anfangen zu können und das wirklich so in Gang zu bringen, alles auf der Welt. Und ja, ich wollte euch da einfach informieren, und ich weiß, dass es sich so ein bisschen nach Elitenbildung anhört. Das ist aber nicht meine Intention. Und deswegen sage ich auch, jeder kann hier rein. Jeder kann auf die Webseite gehen, warspirit.de, klickt auf Skriptum, schreibt seine Adresse rein, und dann kriegt er genau das alles, was die Idealisten auch kriegen und worauf sie Zugriff haben. Ne? Da gibt es keine, und da wird es auch nicht irgendwie jetzt dann irgendwann Membership geben oder sowas. Und ich bin ja auch Realist genug. Ist jetzt auch nicht die Masse, die ich jetzt biete. Also das ist mal Mindmaps runterladen oder diese Clarifies kostenlos benutzen können und irgendwelche Informationen über meine Gedanken daraus. Die meisten werden drauf scheißen und werden sagen, okay,
Christian, das, ja, mir reicht der YouTube-Kanal. Und das ist vollkommen in Ordnung. Bitte fühlt euch da auch nicht schlecht. Deswegen, ich möchte einfach den Menschen das anbieten. Das ist so, das hat in mir so, das war so eine Idee und das muss umgesetzt werden. Und ich habe schon in meinem ganzen Leben, wenn ich eine Idee hatte und ein gutes Gefühl hatte, dann habe ich sie einfach umgesetzt. Dann habe ich es einfach gemacht. Und deswegen mache ich das einfach und begrüße all diejenigen, die in den War Spirit Circle kommen und ja, die dort quasi von mir hin wieder mal ein paar Informationen erhalten und die eben sich auf der Webseite halt eben auch tiefer mit den Videos beschäftigen können oder halt für ihre sozialen Auftritte bei Facebook, Instagram, YouTube kostenlos meine Clarifies ohne Angabe von, dass es von mir ist oder sowas nutzen können. Und ja, das möchte ich heute einfach mal euch sagen. Okay, das war's schon. Gut, dann sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut, Christian. Tschüss.